heute mache ich mir so Toastmuffins. Dazu muss man erstmal die Toastbrote, ich habe Vollkorntoast genommen, so platt wie möglich walzen mit einem Nudelholz. Als nächstes gebe ich diesen Bruschetta auf die Toastbrote. Wenn die Brote mit Bruschetta eingeschmiert sind, versuche ich sie in die Muffinförmchen reinzubekommen. Dann lege ich pro Toastbrot ein Blatt Schinken auf. In meinem Fall nehme ich diesen New Lifestyle Schinken vom Hofer, da ich versuche, etwas Fett einzusparen. Zu guter Letzt schlagt ihr je ein Ei in die Muffinförmchen. Ihr solltet vielleicht darauf achten, dass ihr nicht allzu große Eier nehmt. Bei mir sind sie etwas drüber hinausgelaufen. Jetzt geht das Ganze für ca. 15 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. So, fertig sind sie und ich finde, sie können sich durchaus sehen lassen.